Bekommen wir etwa unser erstes DLC kaum umsonst? Gleich nach dem Intro. Ja Leute, ihr habt mich richtig gehört und auch richtig gelesen. Turfo Garage, das ist ein cooler deutscher Autotuner, der sich besonders auf Rocket Bunny spezifiziert hat. Den Link zu denen haue ich euch mal in meine Beschreibung rein. Die bauen echt geile Autos. Besonders den ihrer Nissan Silvia S14 Boss Edition ist ein echtes Schmuckstück. Tja, und der Alex, nein, ich kenne ihn nicht persönlich. Schön wäre es auf jeden Fall. Jedenfalls hat er für seine S14 Boss Edition eine neue Folie bekommen, die er höchstwahrscheinlich auf der Essener Modeshow präsentieren wird. Das Ganze hat er auf Insta mal so nebenbei gepostet. Eine S14 Boss Edition mit einem Need for Speed Heat Logo. Schön und gut, das kann ja eigentlich jeder machen. Selbst du auf deinem Multipler kannst ja sich das Logo draufklatschen und das heißt jetzt nicht gleich, dass wir einen Multipler bekommen werden. So cool das auch wäre, irgendwie. Naja. Aber sein Post verkündet auch, dass er mit mehreren Firmen sich zusammengeschlossen hat, die in diesem Skin ermöglicht haben. Nun, das ist jetzt vielleicht ein wenig weit hergeholt, aber ich glaube nicht, dass Turfo Garage Probleme hätte, sich diese Folie aus eigener Tasche zu leisten. Somit kann ich mir da gut vorstellen, dass einer dieser Firmen eventuell Ghost persönlich ist und dass es eventuell ein kleiner Auftrag war, für die Essener Motorshow seine S14 so zu verlieren. Nun, da wir ja die Tuning-Messe-Show haben, könnte es sein, dass Need for Speed Heat für uns ein kleines Präsent parat hat. Das wäre mal sowas von geil. Eventuell ein von der Turfo Garage getunter Nissan Silvia S14 Boss Edition im Need for Speed Heat Look. Da wir ja Ghost kennen, wissen wir, dass wir nicht einfach so ohne nichts ein Auto bekommen. Also ist meine Vermutung, dass wir vielleicht unser erstes stillgelegtes Auto bekommen werden. Und damit auch die stillgelegten Auto-Events einleiten werden. Wäre das nicht der Hammer? Neue Autos und ein wenig, klitzeklein wenig, mehr Content. Was meint ihr? Also ich hätte da nichts dagegen, endlich ein bisschen mehr Content ins Spiel zu bekommen. Stillgelegte Autos von bekannten Tunern oder YouTubern oder vom im Spiel fahrenden NPCs, das wäre doch mal etwas Interessantes. Ich meine, wer hätte denn nicht Bock auf JPs Super Golf im Spiel? So Leute, ein etwas kürzeres Video, aber diese Info wollte ich euch einfach nicht unterschlagen. Somit hoffe ich doch, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, dann lasst mir doch bitte ein Like da. Und wenn ihr keine weiteren Videos verpassen möchtet, dann klatscht einfach zweimal in die Hände. Nein, Spaß. Ihr wisst, wie das Ganze geht. Abonnieren und Glocke aktivieren, so und nicht anders, verpasst du nichts von mir. In diesem Sinne, euch allen einen schönen und bis zum nächsten Mal. Ich wünsche dir was. Und dir auch. Und dir auch. Und, nee, dir nicht. Obwohl, ach doch, komm. Ciao.